Jo Leute, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu einem neuen Video, liebe Freunde. Heute gibt's richtig tolle Neuigkeiten, denn Leute, es wurde gegen mich geschossen und von keinem geringeren als Rick Fu. Und ich muss gleich zum Anfang, bevor ich natürlich die Glocke aktiven und die Übermotivierten hier gegrüßt habe an der Stelle, danke, dass ihr wieder mit am Start seid, muss ich mich gleich mal bedanken bei der netten Zuschauerin, die mich in Instagram in meinen Kommentaren darauf aufmerksam gemacht hat. Ey, guck dir Rick Fu Stories an, der hat voll recht und deshalb habe ich dich auf YouTube deabonniert und auf Instagram jetzt auch und du hast all deine Follower wegen Tino, oh mein Gott. Ich musste erstmal schmunzeln und da hat es mich so, okay, was wird Rick Fu in seiner Story wohl über mich gemacht haben? Und ja, Leute, ich wäre ja nicht ich, wenn ich das Ganze nicht für euch aufgenommen hätte und wir uns das Ganze jetzt mal einfach zusammen anschauen und gucken, was Rick der Poet da für wichtige Nachrichten an mich zu sagen hat. Besser gesagt, an seine Zuschauer über mich, Leute. Wir starten sofort, aber davor, Leute, möchte ich euch natürlich noch auf mein Instagram aufmerksam machen, denn wenn ihr beispielsweise von jemand anderem so überzeugt seid, dass ihr mich deabonnieren müsst, dann schreibt mir das doch einfach immer unter meine Instagram-Bilder als Kommentar. Also folgt mir am besten jetzt auf Instagram und wenn ihr dann irgendwann gar keinen Bock mehr auf mich habt, weil dies, das, Ananas, könnt ihr den Grund einfach direkt unter meine Bilder schreiben. Das ist wie so eine Rezension, wisst ihr Bescheid. Also hier Instagram abchecken und ich würde sagen, wir starten jetzt mal und gucken uns hier Rick seine Story an. Leute, ich wollte mich mal ganz kurz zu etwas äußern. Das darfst du gerne machen. Eine Äußerung. Wie gesagt, in Deutschland hast du die Meinungsfreiheit. Lass doch gerne einfach mal raus, Rick. Wir sind echt wirklich, wir sind sehr gespannt. Wirklich. Wird über mich und Leon seit ein paar Wochen, eigentlich schon davor, Videos gemacht. Was für ein Assi, wer macht denn sowas? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand macht. Ich würde es ja verstehen, wenn viele Sachen hinter den Kulissen ablaufen würden und dass ihr viel Aufmerksamkeit braucht und so. Aber das, so ist es ja nicht, das verstehe ich nicht. Wer würde das denn machen? Also sowas wie zum Beispiel Reacting oder meine Meinung oder Real Talk oder keine Ahnung, was für ein Müll. Ohne Witz, da muss ich ihm recht geben. Reactions, Real Talk, was soll die, das ist Müll, wirklich. In meinen Augen ist das Abfall, ja. Ich habe mir die Videos auch nicht komplett angeguckt. Ich habe sie mir manchmal angeguckt, weil... Also ein paar Stellen und ich habe sie mir nicht zu Ende angeguckt, weil es Schrott ist. An der Stelle muss ich dir recht geben, ich würde auch nochmal extra betonen, ich habe sie nicht ganz angeguckt, Leute. Ich habe das nicht supportet. Nein, denn sagen wir mal beispielsweise ein KuchenTV oder irgendjemand macht ein Video gegen mich. Dann gucke ich das komplett an, als ob nicht. Ich muss doch gucken, ob der in den letzten 20 Sekunden noch irgendetwas Relevantes sagt, beispielsweise... was mein Leben umkrempelt oder was sein Leben eventuell umkrempeln könnte oder so. Als ob man sich so eine Reaktion oder so ein Video nicht komplett anguckt. Ich glaube, Lügen darf man nicht sagen, Rick. Selber schuld. Nee. Hier echt niemanden angreifen oder so, aber das ist genauso wie in der Zeit damals wie mit Schilde. Muss ich ehrlich sagen, ich habe keinen Plan, was Schilde ist und was in der Zeit damals war. Habt ihr ein paar Straßenschilder geklaut und ich habe keinen Plan, muss ich ehrlich sagen. Weiter. Irgendetwas kommt in Hype und es wird sofort ein YouTube-Video darüber gemacht und kritisiert. Grüße gehen raus und kritisieren. Nein, Spaß. Irgendetwas kommt in Hype und es wird direkt ein YouTube-Video darüber gemacht. Irgendeine Beziehung geht auseinander. Und es werden direkt 48.000 Musical.ly's auf deine Musical.ly hochgeladen, wo du heulst und weinst und Aufmerksamkeit brauchst. Und wieder heulst und weinst und Aufmerksamkeit brauchst. Und nochmal heulst und weinst und Aufmerksamkeit brauchst. Und man muss ja dazu sagen, es bleibt dir überlassen, so wenn du weinen, heulen und Aufmerksamkeit brauchst, dann lad deine Musical.ly's 10 Stück am Tag hoch nach der Trennung. So. Dann ist es so, aber da musst du auch mit Kritik rechnen, weil es gewissen Leuten auf die Nerven gehen kann. So. Ich meine verfickte Scheiße machen und macht eure verfickte Scheiße, aber macht nicht Sachen über meine Sachen. Also es regt auf. Macht euer Zeug. Ich mach mein Zeug, aber macht nicht Sachen über mein Zeug. Okay, ich mache dir ein kleines Angebot. Ne? Ich habe ja nie gesagt, dass ich Videos mache, aber niemand Videos über mich machen darf. Habe ich nie gesagt. So, du kannst dich gerne hinsetzen, du kannst auf meine Videos reagieren, du kannst dich gerne hinsetzen, du kannst einen Real Talk über mich machen, du kannst deine ganze Army auf mich hetzen, du kannst alles machen, was du willst. Du hast das Recht dazu. Du hast das Recht dazu, wenn dir was nicht passt, was ich mache. Beispielsweise, du bekommst mit, dass ich auf der Straße alten Omas ein Bein stelle oder sowas, was weiß ich. Dann ist es dein Recht, sagen zu dürfen, ey, ich finde das nicht korrekt, dass der das macht. Und genau das habe ich auch bei ein paar Themen von euch angesprochen. Ich muss ehrlich zu dir sagen, würdet ihr guten Content machen, werdet ihr mir sympathisch,
sympathisch, alles mögliche, dies, das, Ananas, dann würde ich euch auch loben, dann würde ich auf euch reacten und würde euch feiern so. Keine Frage, es gibt auch viele Leute, auf die ich reacte und die ich feiere. Ich bin nicht einseitig eingestellt und mache alles runter, ich mache ja auch nicht euch runter. Keine Frage, ich mache euch nicht runter. Nur das Ding ist, ihr fühlt euch viel zu schnell angesprochen. Ich weiß nicht, wie man den Drang dazu haben kann, die Meinung zu sagen über jemanden, den man nicht kennt und wo man die Sachen, die Geschichten nicht mal richtig kennt. Okay, das stimmt, da hast du recht. Aber habe ich meine Meinung über Sachen gesagt, die ich nicht kenne? Oder habe ich meine Meinung über die Sachen gesagt, die ihr öffentlich gemacht habt? Habe ich das oder habe ich was anderes? Ich würde an deiner Stelle voll froh sein, dass ich das noch nicht gemacht habe. Denn es gibt sehr viele Sachen, die man über euch erzählen könnte. Mache ich nicht, aber es gibt sehr viele Beispiele, die man über gerade sogar dich sagen könnte. Also sei froh, dass ich diese Sachen nicht, das sind ja private Sachen, dass ich diese nicht in meine Videos packe. Ich packe die Sachen in meine Videos, die ihr öffentlich macht. So, ihr seid selber daran schuld. Ich und Leon hatten Stress darüber, wird ein Video gemacht. So, dann ist wirklich alles wieder gut. Und wir machen ganz normal weiter, sogar posten weniger über unsere Beziehung. Ich kann dir ganz genau sagen, warum ich ein Video drüber gemacht habe. Weil ich in dem ersten Video gesagt habe, ey Leute, ich sag's euch, die sind in 1-2 Wochen wieder zusammen. Und wie war's, ihr wart in 1-2 Wochen wieder zusammen? Irgendjemand muss doch hier irgendwo die Augen öffnen, dass bei euch nicht alles korrekt abläuft, so. Warum beschwerst du dich? Ich unterstütze meine Meinung da so hart, ne? Ich habe meine Meinung noch nie härter unterstützt als in diesem Punkt. Dass alles, was ihr macht, so pure Aufmerksamkeitsschiene ist. Irgendeine Reaction zu unseren Videos gemacht? Und dann denke ich mir noch so, okay, mach, was du willst. Hä? Mach ich doch. Aber voll nett von dir, dass du sagst, ich darf machen, was ich will. Danke, danke. Einmal ist das nächste Video, dass man zu Leon sein YouTube-Video mit Lea irgendeine Reaktion macht. Wegen Schauspielkünsten oder whatever, Alter. Dazu kann ich nur sagen, dieses Video hatte überhaupt nichts mit Real Talk zu tun. Dieses Video hingegen hat wieder komplett was mit Unterhaltung zu tun. Hat was damit zu tun, die Leute, die das Video angucken, zu unterhalten. Mehr nicht. Das ist genauso wie eure Musical.ly's. Da ist euer Ziel, jeden Menschen, der das anguckt, einfach richtig zum Cringen zu bringen. Weißt du, wie ich meine? Das ist so komplett Unterhaltung so, okay? Du kannst Videos über mich machen, so viele du willst, und ich sehe sie als Unterhaltung. Du kannst einen Real Talk über mich machen. Ich sehe es bestimmt auch als Unterhaltung, weil das wird bestimmt sehr unterhaltend. Sehr, sehr, sehr unterhaltend. Ich würde mich echt freuen, wenn du sowas machst, wirklich. Aber bitte lass mich dann wenigstens auch drauf reagieren, okay? YouTube ist dafür da, dass man nicht im Fernsehen ein Schauspieler ist oder sowas. Man soll dort machen, was man will und so sein, wie man will und nicht perfekt oder sonst was. Also krieg dich ein. One moment. YouTube ist dafür da, dass man nicht im Fernsehen ein Schauspieler ist. YouTube ist dafür da, dass man nicht im Fernsehen ein Schauspieler ist. YouTube ist dafür da, dass es nicht jeder, der im Fernsehen ist, Schauspieler. Hä? Dazu kann ich einfach nur sagen, ich habe in keiner Zeile erwähnt, dass ich von denen erwarte, dass sie Schauspieler sind. Ich habe nur gesagt, yo, dann macht eure Musical.ly's. Weil sonst viele Leute machen cringy, cringy, aui. Tut weh. Nicht cringy, nix guti. Aber lustig. Man will und so sein, wie man will und nicht perfekt oder sonst was. Also krieg dich ein. Das war der Endsatz von ihm. Krieg dich ein. Zu den Sätzen davor muss ich sagen, gebe ich dir recht, broadcast yourself, mach was du willst, mach was du bist, unterstütze dich voll. Kleine Frage so, unterstütze dich. Das, wo ich in meinen Real Talks drauf angesprochen habe, waren einfach komplett eure Instagram-Sachen, eure öffentlichen Beziehungen, eure, diese ganze drumherum. So, das habt ihr öffentlich gemacht, darauf bin ich eingegangen, das ist euer eigener Fehler, ihr habt es öffentlich gemacht. Ich habe keine Geschichten von Insidern rausgekramt, zum Glück für dich. Ich habe nur die öffentlichen Sachen genommen und habe die in meine YouTube-Videos gepackt, die habt ihr selber öffentlich gemacht. Und ich habe diese Videos schon gemacht, bevor wir uns beispielsweise auf diesem Buff-Event gesehen haben, da habe ich schon dieses Video gemacht. Und was ist dann auf einem Buff-Event? Oh, den ignoriere ich. Oh, genau das gleiche Beispiel sind Alina und Dennis überall am rumheulen. Ey, Sedu, Sedu, Sedu. Und dann auf dem Buff-Event kommen die nicht her und wollen reden. Ich habe wohl erwartet, alle wollen mit mir reden, alle wollen diskutieren, alle sagen, ey, lösch Videos, dies, das, Ananas. Aber alle gehen hier so aus dem Weg. Warum? Weil da, das ist eure Art zu reden. Hier, Handy, Internet, WhatsApp, Instagram, Stories, Musical.ly, Lip-Sync-Roll. Ach ja, liebe Leute, das Video ist schon wieder viel zu lang. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Mich hat diese Story nämlich extrem unterhalten. Ich musste wirklich durchgehend grinsen, als ich diese abgefilmt habe. Und ich würde sagen, liebe Freunde, abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt. Wenn ihr sehen wollt, wie mehr Reactions über Rick und Leon kommen. Wenn ihr sehen wollt, wie mehr Real Talks über Rick und Leon kommen. Dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf Instagram. Morgen gibt es ein neues Video um 12 Uhr. Schaltet ein und wir sehen uns. Haut rein. Ciao.